Mit dem letzten Update wurden nicht nur viele neue Farbalternativen und erstelle einen Sim-Modus-Objekte, sondern auch ein kleiner Hinweis auf ein weiteres Accessoire-Pack in die Sims 4 hinzugefügt, über das ich in diesem Video sprechen möchte. Mit dem letzten Update von The Sims 4 ist mir was recht Spannendes aufgefallen. Es gibt nämlich dieses Zusatztool, was von der Community entwickelt wurde, das The Sims 4 Studio. Mit dem lassen sich zum Beispiel die Objekte im Baumodus oder im Erstelle einen Sim-Modus auch anschauen. Und wenn man eigene Klamotten erstellt, ist es eigentlich immer so, oder andere Objekte, ist es eigentlich immer so das Tool der Wahl der Community. Es gibt hier ja diesen Punkt, erstelle einen Sim-Modus, mit dem man sich dann wirklich alle Objekte auch anschauen kann. Und das Spannende ist, man sieht auch, wie die Entwickler die Objekte intern beschriftet haben. Beispielsweise werden Objekte aus einer Erweiterung immer mit EP angegeben und danach die entsprechende Nummer der Erweiterung, also in dem Fall zum Beispiel, es ist die 6. Erweiterung, deswegen ist diese werbeberühmte Erweiterung EP06. Das ist jetzt gleichzeitig hier auch so ein kleines Behind-the-Scenes-Video, wie ich meine Update-Videos manchmal doch ein bisschen beschleunigen kann. Ich suche jetzt zum Beispiel nach EF und dann, das EF steht quasi für Gratis-Inhalte, wenn man das so sagen kann. Und ihr seht schon, diese Objekte kommen euch bestimmt bekannt vor. Das sind nämlich einige Objekte, die mit den letzten Updates hinzugefügt wurden. Und wie man sieht, hier sind die neuen Frisuren dabei, EF90 und auch ganz viele andere Erstelle einen Sim-Modus-Objekte. Es ist ganz spannend, die Sets haben nämlich intern die gleiche Bezeichnung wie Accessoire-Packs, das heißt, sie gelten quasi als ein kleines Accessoire-Pack, auch mit der Nummer das gleiche. SP20 ist hier beispielsweise das Retro-Fit- und Schick-Set, also die Entwickler machen da keinen großen Unterschied. Und so ist mir auch was Spannendes aufgefallen, wenn wir jetzt nochmal in die Objekte des letzten Updates hineingehen, also EF90... EF90 fällt auf, dass hier einige Frisuren da sind, aber die eine, die aus dem letzten Update hinzugefügt wurde, die mit den lockigen Haaren, gibt's nämlich nicht. Das liegt nämlich einfach daran, dass immer wenn die Entwickler zum Beispiel eine Frisur aus einem bereits vorhandenen Pack mit ins Basisspiel bringen, dann behält die trotzdem ihre Bezeichnung. Das sieht man zum Beispiel auch an dem Gameplay-Pack Elternfreuden, aus dessen Pack diese Frisur mit dem letzten Update quasi hinzugefügt wurde. Also die Frisur aus Elternfreuden ist ins Basisspiel gewandert mit dem letzten Update, können jetzt alle Spieler nutzen, aber intern ist es halt immer noch die Bezeichnung des Gameplay-Packs. Die Lockenfrisur ist neu, hat aber nicht die gleiche interne Bezeichnung wie die Basisspielobjekte, was mich dann doch ein bisschen gewundert hat. Und so ist mir aufgefallen, dass wenn man die Lockenfrisur hier mal raussucht, wir schauen uns jetzt einfach mal an, wie sie intern heißt und... Wie man sieht, SP19. Das heißt, diese Frisur stammt aus dem 19. Accessoire-Pack. Jetzt schauen wir doch mal, das letzte Accessoire-Pack, was wir nämlich bekommen haben, ist das paranormale Phänomene-Accessoire-Pack. Und wie man sieht, es ist eigentlich das 18. Accessoire-Pack. Das heißt, diese Frisur, die wir mit dem letzten Update bekommen haben, wurde eigentlich für ein noch nicht veröffentlichtes Accessoire-Pack erstellt. Und das fand ich dann doch recht spannend. Jetzt werden natürlich viele sagen, ich habe ja gerade erklärt, dass die Sets intern auch die gleiche Bezeichnung wie die Accessoire-Packs haben, aber die Sets, die nämlich danach gekommen sind, die haben alle eine höhere Bezeichnung, SP20. Wenn wir jetzt nochmal in den Baumodus kurz gucken, dann fällt auf, dass die Set-Objekte, die dann gekommen sind, auch höher beschriftet sind. SP23 ist das Innenhof-Oase-Set. Dann ein bisschen weiter vorne haben wir die Objekte des SP21-Sets. Und ja, das heißt, man könnte jetzt natürlich schlussfolgern und denken, dass die Entwickler schon mit diesem Accessoire-Pack, diesem, wo man jetzt noch nicht genau weiß, was es für eins ist, so gut wie fertig sind und sie das wahrscheinlich vielleicht als nächstes veröffentlichen werden. Das heißt, nach den ganzen Sets, die wir jetzt noch bekommen, wir bekommen ja jetzt noch 2 angekündigte Sets und 2 unangekündigte Sets, könnte es also sein, dass das nächste Pack dann doch wieder ein Accessoire-Pack wird. Die Theorie ist jetzt natürlich ein bisschen wild, es kann trotzdem sein, die Entwickler arbeiten ja immer an ganz vielen verschiedenen Packs gleichzeitig, dass jetzt auch eine Erweiterung kommt oder ein Gameplay-Pack, aber wenn man mal bedenkt, dass auch im Januar das paranormale Phänomene-Accessoire-Pack angekündigt wurde und danach kein Accessoire-Pack mehr, kann es natürlich wirklich gut sein, dass das nächste Accessoire-Pack für The Sims 4 schon in den Startlöchern steht.
Und soviel ich weiß, ist es wirklich auch das erste Mal, dass sowas in dieser Art hier passiert ist. Ich fand das eigentlich recht spannend. Es ist jetzt auch wieder so ein bisschen ein nerdiges Thema, aber ich wollte euch das auf jeden Fall mal zeigen. Allgemein kann ich das euch empfehlen, wenn ihr das Programm installiert habt. Zum Beispiel hier bei dem Wellness-Tag Gameplay Pack seht ihr halt wirklich immer direkt auf einen Blick, was dann doch für Objekte hinzugekommen sind, weil die Objekte halt in der zeitlichen Reihenfolge aufgelistet sind, in der sie auch erstellt wurden. Das ist auch sonst immer ganz interessant. Beispielsweise kann man hier auch so Sachen erkennen, dass die Entwickler zum Beispiel die Objekte des Hausputzsets eigentlich relativ nah, die Staubsauger relativ nah erstellt haben. Und dann irgendwann später gemerkt haben, oh, irgendwie wäre es nochmal ganz gut, wenn wir noch einen Staubsauger hinzufügen. Hier diese Premium-Variante ist nämlich zeitlich erst etwas später gekommen. Also so Sachen finde ich eigentlich immer ganz lustig, so ein bisschen zu sehen, wie die Entwickler auch arbeiten. Und so eine wirkliche Ahnung, was jetzt noch kommt, haben wir leider gerade nicht wirklich. Wir wissen natürlich, dass noch sehr viele Sets kommen werden. Aber ob dann vielleicht zum Beispiel im November oder Dezember dann neue große Inhalte kommen werden, wir können mal gespannt sein. Und wie gesagt, vielleicht ist es dann ja wirklich dieses Accessoire-Pack. Das ist jetzt natürlich ganz wilde Spekulation, aber man könnte sich jetzt schon so ein bisschen anhand dieser Frisur überlegen, was könnte es denn für ein Thema sein? Ich würde jetzt mal behaupten, dass diese Frisur nicht wirklich modern aussieht. Das heißt, es wird vielleicht Accessoire-Pack mit einem eher klassischeren Stil, aber das ist jetzt natürlich wirklich sehr starke Spekulation, Dinge, die man hier so ein bisschen reininterpretieren kann, also es muss jetzt nicht unbedingt was heißen. Aber ja, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was für ein Accessoire-Pack ihr so als nächstes für die Sims 4 sehen würdet. Das würde mich mal auf jeden Fall interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Und nach diesem eher kleineren, spekulativen Video, würde ich sagen, sieht man sich bei einem der nächsten größeren Videos hier auf simsblog.de wieder.